Wow, Leute, ich bin gerade im Urlaub, ich sitze hier im Hotelzimmer, habe mir gedacht, ich nehme das Video jetzt hier mal auf, denn hier rechts von mir ist ein schönes großes Fenster mit so einem halb durchsichtigen Vorhang, deshalb ist das Licht hier relativ cool und ich brauche eh noch ein Video für übermorgen, also dieses Video mit Top 5 Sachen, die ich in meinem Kamerarucksack einfach immer dabei habe, egal was ich mache, egal ob ich für Video unterwegs bin, für Foto, ob ich jetzt hier in den Ferien bin für eine Woche und mein ganzes Zeug dabei habe, ob ich nur für den Nachmittag irgendwie kurz was shooten gehe, was auch immer, das sind Sachen, die ich wirklich immer in meinem Rucksack habe und ich wollte dieses Video auch schon länger machen, allerdings wollte ich halt wirklich 5 Sachen haben, die ich authentisch wirklich immer dabei habe und nicht irgendwie auf Krampf irgendwelche Sachen mir raussuchen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit Teil Nummer 1 auch schon direkt an. Und zwar nicht der Kameragurt itself, das ist einfach der ganz normale Standard Sony Kameragurt, sondern die Teile, die sich am Ende dieses Gurtes befinden. Und zwar sind es die Anker Links von Peak Design, kosten 25 Euro. Ich habe mich relativ lang gescheut, die zu kaufen, weil ich hatte die irgendwie immer in meinem Warenkorb. Im Endeffekt bin ich aber richtig froh, dass ich mir das doch irgendwann mal gekauft habe. Denn mit diesen Teilen kann man diesen Kameragurt richtig schnell von der Kamera entfernen und wieder dran machen. Die bestehen, sind zweiteilig, also es gibt einmal das Teil hier am Ende des Kameragurts und der andere Teil des Produkts befindet sich an der Kamera, an der Seite. Es sind so kleine Kreise, so rot umrandet. Ich schätze mal, ihr habt die bestimmt auch schon mal gesehen. Ich blende euch hier B-Roll ein, wie das Ganze funktioniert, weil, wie gesagt, es befindet sich gerade an der Kamera. Und das Ganze ist einfach richtig praktisch, weil man vor allem auf dem Gimbal zum Beispiel ist es scheiße, wenn ein Kameragurt dran hängt. Es gibt einfach viele verschiedene Situationen, wo es mal praktisch ist, den Gurt nicht zu haben, mal praktisch ist, den Gurt dran zu haben. Und das war einfach früher richtig nervig, weil man immer diese Schlaufe hier öffnen muss und raus und rein und dann fällt hier dieses Teil ab. Und es ist einfach richtig unpraktisch, deshalb habe ich früher den Gurt immer dran gehabt und jetzt ist es einfach so, dass ich das richtig schnell ab und dran machen kann. Das ist übertrieben praktisch. Link ist in der Beschreibung, ich kann es euch absolut empfehlen und wir machen weiter mit Teil Nummer 2. Das hier. Das hier ist ein Kamera-Cleaning-Set. Das muss nicht so aussehen. Ich habe mir einfach irgendwann mal das hier bestellt auf Amazon. Weiß nicht, wie viel das kostet. Hat wahrscheinlich auch so irgendwo im Bereich um die 20 Euro, würde ich sagen. Und zwar sind da so ein paar Sachen dabei. Ich glaube, das hier ist jetzt auch gar nicht komplett. Da waren noch mehr Sachen dabei, aber ich habe jetzt einfach nur die Sachen dabei, die ich wirklich brauche. Einmal ein Blasebalg, wo man halt Luft pusten kann und damit den Sensor einfach von grobem Staub bereinigen kann. Objektiv vorne ein bisschen Staub abpusten und so weiter. Dann habe ich hier noch so ein Mikrofasertuch, womit man Objektiv vorne oder sowas putzen kann. So ein Lens Pen, auch für Objektiv vorne gedacht. Und dann auch so ein Pinsel, um irgendwie was abzupinseln, ein bisschen Staub weg und so weiter. Ist einfach richtig praktisch. Und wie gesagt, auch eine Sache, die ich immer dabei habe, vor allem hier im Urlaub, weil dann einem immer mal wieder passieren kann, dass irgendwie ein gröberer Fleck auf dem Sensor draufkommt beim Objektivwechsel oder sowas. Und wenn man dann im Urlaub ist und die nächsten 7 Tage mit einem fetten Sensorfleck fotografieren muss, ist es einfach scheiße. Aber selbst wenn ich eben einfach nur mal einen Nachmittag shooten gehe oder sowas, habe ich das dabei, weil es ist relativ klein, es passt gut in meinen Rucksack rein und so ein Blasebike ist einfach immer praktisch, um schnell mal ein bisschen Dreck wegzupusten. Also auch das ist auf jeden Fall eine Sache, die man auf jeden Fall besitzen sollte und im besten Fall auch immer dabei haben sollte. Wie gesagt, kostet nur um die 20 Euro oder sowas. Genau, das war Teil Nummer 2. Ich würde sagen, wir machen mit Nummer 3 weiter. Nummer 3 ist so eine Sache, wo ich mir nicht sicher war, ob ich es ins Video reinnehmen soll, weil halt nicht alle das unbedingt brauchen. Im Endeffekt habe ich es aber doch gemacht, weil ich glaube, die meisten brauchen es schon und ist halt schon übertrieben praktisch. Und zwar Filterringe oder auch Step-Up-Ringe oder auch Filter-Adapter-Ringe oder wie auch immer man die nennen will. Und zwar sind die ganz einfach dafür da, um eben Filter, die zu groß für euer Objektivdurchmesser vorne sind, trotzdem drauf zu montieren. Denn ihr wisst es, wenn ihr irgendwie einen ND-Filter, UV-Filter, Pol-Filter, was auch immer habt, jedes Objektiv hat vorne eigentlich einen anderen Durchmesser. Ich zum Beispiel habe bei meinen Objektiven jetzt hier, das Objektiv, was mich gerade filmt, hat einen Durchmesser vorne von, ich glaube, 55 mm, mein Ultraweitwinkler 62 mm, mein Festbrennweite offenblendig hat 49 mm. Deshalb habe ich einfach einen ND-Filter mit 62 mm Durchmesser, der eben auf mein größtes Objektiv drauf passt und dann diese Filterringe. Mit Hilfe von denen kann ich halt einfach diesen zu großen Filter zum Beispiel auf dieses Objektiv oder auch auf meine Festbrennweite drauf packen, ohne dass ich eben 3 verschiedene Filter haben muss. Und das ist einfach richtig praktisch, weil einmal spart man Geld, Filter sind oder können auf jeden Fall ziemlich teuer sein und man spart Gepäck, sage ich mal, weil so ein paar Filterringe sind kleiner als 5 verschiedene Filter, immer von einem Filter 5 verschiedene Größen mitzunehmen. Und da sind so Filterringe richtig praktisch. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist mit Vignettierung. Denn zum Beispiel mit diesem Objektiv, was mich hier gerade filmt, ist auf der weitwinkligsten Stufe ein 24 mm Objektiv, also relativ weitwinklig. Wenn ich da beim 62 mm drauf adaptiere, das ist glaube ich dann von 62 auf 55 mm adaptiert, das heißt ich habe 2 so Ringe. Wenn ich da dann ganz weitwinklig bin, habe ich
einfach eine richtig fette Vignette drauf, weil die Ringe dann eben außen ins Bild reinkommen. Aber prinzipiell sind die übertrieben praktisch und jeder, der Filter besitzt, sollte diese Ringe in seinem Rucksack drin haben. Und was auch jeder in seinem Rucksack drin haben sollte, ich meine, darum geht es in dem Video, ist klar, eine Rolle Panzertape. Ich habe hier jetzt diese Rolle, die ist ein bisschen groß, ich hätte gerne eine kleinere. Auch das werde ich euch, wie jedes von Produkt, natürlich in der Beschreibung verlinken. Panzertape benutze ich wirklich sehr oft, da war ich schon das ein oder andere Mal froh, dass ich das Ganze dabei habe, um irgendwie was zusammenzukleben oder sowas dran zu hängen und so weiter, ist so ein Panzertape auf jeden Fall richtig praktisch, falls mal irgendwie was kaputt geht oder so, kann sowas einem oft auf jeden Fall den Arsch retten. Und da kommen wir auch zum Punkt Nummer 5 von den Must-Haves. Und auf Punkt Nummer 5 stehen mehrere Sachen, denn ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Ich wusste nicht, ob ich irgendwie ein paar Sachen davon irgendwie unnötig sind, wenn ich hier einen einzelnen Punkt habe oder sowas. Deshalb sind es einfach ein paar mehr. Und einmal ist es eine Powerbank. Relativ simpel, ihr merkt, warum ich das als keinen eigenen Punkt haben wollte, weil Powerbank hat man eigentlich immer dabei, aber falls irgendjemand von euch noch nicht auf die Idee gekommen ist, eine Powerbank in eurem Kamerarucksack zu tun, tut dann eine Powerbank rein, damit ihr eure Sachen unterwegs aufladen könnt. Als nächstes wäre dann dran ein Mehrfachstecker, sowas wie das hier, ich muss mal gucken, ob ich das auf Amazon finde. Ihr seht, ihr kann das einfach auf der Seite in die Steckdose stecken und hat dann eben drei Stecker, die dabei rauskommen, ohne so eine fette Steckdose mit so Kabel dran. Und ihr kennt ja diese typischen Mehrfach-Dreier-Steckdosen, die kann ich natürlich schlecht in meinen Rucksack packen. Das hier ist ziemlich klein, das habe ich einfach, ja, eben nicht immer dabei. Auch deshalb habe ich das nicht als einen einzelnen Punkt, sondern eben nur, wenn ich in den Ferien bin oder eben mehr als einen Tag, mehr als einen Nachmittag oder sowas unterwegs bin. Aber dann habe ich das, wie gesagt, immer dabei, weil ich dann mehrere Sachen einstecken kann. Und dann Nummer 3, der auf Punkt 5 steht, also ich habe hier im Grunde genommen ja fast Top 7 eigentlich, ist ein SD-Karten-Case. In meinem Fall von Hammer, ich werde euch ein besseres in der Beschreibung verlinken. Ich finde das hier nicht so gut, es gibt auf jeden Fall bessere. Und zwar, ja, wie der Name schon sagt, es ist einfach so ein kleines Klappcase, wo man eben mehrere SD-Karten reintun kann. Auch das wieder ist relativ basic, aber vielleicht gibt es einfach welche, die das noch nicht haben. Solltet ihr euch auf jeden Fall holen, 10 Euro oder sowas auf Amazon und dann habt ihr es. Wo man einfach, wenn man mehr als eine SD-Karte besitzt, sollte man das auf jeden Fall haben, damit die SD-Karten nicht immer im Rucksack rumfliegen, was übertrieben nervig ist, weil SD-Karten sind einfach richtig klein und so ein SD-Karten-Case schützt die SD-Karten einmal gegen Stürze und so weiter und ihr könnt sie schlechter verlieren, weil es einfach größer ist. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Jetzt wird es hier langsam schon ein bisschen dunkler. Ich hoffe, ihr seht mich noch richtig. Ich gehe jetzt, glaube ich, gleich draußen in meinen Pool. Die Sonne geht gerade unter. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gerne hier draufklicken, den Kanal abonnieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Sachen sind in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder und ciao.